Pippi, die beneiden dich alle. Dann wollen wir mal losfahren. Ankerlichten, Gangway einziehen! Ei, ei, Kapitän! Ankerlichten! Ei, ei, Ankerlichten! Nein, halt! Papa, ich kann nicht mit dir fahren. Warum denn auf einmal nicht? Weil Tommy und Annika so traurig sind. Papa! Ja. Dann muss ich wohl ohne dich fahren. Aber du kommst doch sicher bald mal wieder, oder? Natürlich, kleine Pippi. Ich komme immer wieder zu dir zurück, das weißt du doch. Hm? Auf Wiedersehen, Papa. Ahoi, Pippi. Mach's gut. Hier, Pippi. Wow. Danke. Ahoi, Pippi. Ahoi, Fridolf. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Fridolf. Auf Wiedersehen, Papa. Ahoi, Hoppetasse. Moment, ich gebe dir noch einen Koffer voll Gold. Ich brauch kein Gold. Besser ist besser. Ich will nicht, dass du Not leidest. Fang auf. Was ist denn? Guck mal, was die da hat. Neun Koffer Gold. Schnell. Los, beeil dich. Hey, was? Ich hab gedacht, du bist auf dem Schiff. Na, du siehst doch, dass ich hier bin. Oh, hey. Ja, aber wenn sie nun hier bleibt, dann kann ich sie ja doch noch im Kinderheim unterbringen, nicht wahr? Natürlich. Ach, ist das anstrengend. Los, es geht um das Gold. Ja. Ach, Pippi, ich bin ja so froh, dass du nicht weggefahren bist. Ich auch, Pippi. Und ich auch. Hallo, alte Villa Kunterbunt. Jetzt bist du meine Negerhütte. Und du, dicker Limonadenbaum, du bist jetzt meine Südseepalme. Hey, du hast dich aber rangehalten. Einmal quer durch den ganzen Käse. So gefräßig, du kleiner Kerl. Mach mir bloß keine Vorwürfe, wenn dir nachher das dicke Bäuchlein wehtut. Ja, Lienzohn, ich sehe es. Dir gefällt es auch am besten in der Villa Kunterbunt, hä? So froh wie heute war ich noch nie, Annika. Ich freue mich auch, Tommy. Ach, ist das schön, Tommy. Ich kann Pippi sehen. Schade, dass wir erst morgen Nachmittag wieder zu ihr gehen können. Es ist doch schön in der Villa Kunterbunt. Und ich bin froh, dass ich hier geblieben bin, Mama. Tommy und Annika. Schade, dass die beiden morgen fast den ganzen Tag Schule haben. Naja, jetzt werde ich erst mal die Villa Kunterbunt auf den Kopf stellen und Ordnung schaffen. Und dann lange, lange schlafen.
Los, raus aus dem Gefängnis. Uns ist schon einmal ein Koffer voll Gold durch die Lappen gegangen. Das darf uns nicht wieder passieren. Und schnappen lassen wir uns auch nicht mehr. Au. Ah. Gott, ist das tief. Guten Morgen. Guten Morgen. Es ist doch schon fast Abend. Na und? Ich habe auch beinahe die ganze Nacht durchgetanzt. Und immer nur Polka. Das macht müde. Ihr hättet mich noch nicht wecken sollen. Und dann habe ich geträumt, mein Papa wäre gekommen, um nachzusehen, ob ich Hühneraugen habe. Wieso hast du denn schon wieder Sehnsucht nach deinem Papa? Klar, aber der kommt ja mal wieder. Du, Pippi, ich möchte niemals erwachsen werden. Ich auch nicht. Dann könnten wir doch gar nicht mehr so schön spielen wie jetzt. Wenn wir nicht wollen, brauchen wir nicht erwachsen zu werden. Dagegen habe ich ein Zaubermittel. Krummeluspillen. Wenn ich nur wüsste, wo ich sie hingetan habe. Aber Pippi, jeder muss doch mal erwachsen werden. Na klar. Nein, wer Krummeluspillen hat, nicht. Die Krummeluspillen sind sicher wieder sowas wie damals dein Spunk. Komisch, was man alles findet. Nur das nicht, was man sucht. Seht ihr? Wenn ich nicht aufgeräumt hätte, dann wüsste ich heute wenigstens, in welcher Ecke ich suchen soll. Oh, das Gold. Da will ich gleich mal ein paar Stücke einstecken, falls wir wieder mal Bonbons kaufen wollen. Die Krummeluspillen werde ich schon noch finden, keine Sorge. Einen schönen Koffer Gold. Na bitte, das sind sie ja. Was? Das sind doch ganz gewöhnliche Erbsen. Tommy, du hast ja keine Ahnung. Das sind keine Erbsen, das sind ganz echte Krummeluspillen. Man muss nur den richtigen Zauberspruch sagen, wenn man sie einnimmt. Kennst du den Spruch? Ja, den hat mir ein Indianerhäuptling verraten. Feine kleine Krummelus, lass mich niemals werden groß. Groß meinst du? Nein, groß, sonst wächst man noch schneller. Ich glaube, ich werde keine von den Pillen einnehmen. Stellt euch vor, wenn wir es falsch sagen. Ich helfe euch doch, dann kann nichts schief gehen. Feine kleine Krummelus, lass mich niemals werden groß. Na bitte, das war doch genau richtig. Werden wir jetzt wirklich nicht groß, Pippi? Wenn noch genug Kraft in den Pillen war, ganz bestimmt nicht. Dann sind wir in 50 Jahren noch genauso klein. Mhm. Ach, Pippi, du bist ja so lieb. Und ich bin froh, dass du nicht weggefahren bist. Wiedersehen. Tschüss. Wir kommen morgen früh wieder. Denk dir schon ein neues Spiel aus. Ich weiß schon alles. Wir gehen zum Fluss und laufen auf dem Wasser rum. Das kann man doch nicht. Doch, das kann man wohl. Man kann alles, was man will. Wiedersehen. Bis morgen. Gute Nacht. Gute Nacht. Hey, sieh mal. Das ist Blut. Ja, tatsächlich. Blut. Das Opfer eines Mörders auf der Flucht. Schwer verwundet mit blutigen Füßen. Wir müssen die Spur verfolgen. Ja, aber das arme Opfer hat ja zwei linke Füße. Nein, es hat nur noch ein Bein. Den Fall müssen wir aufklären. Komm. Oh je, die hat aber viele Sommersprossen. Pippi, komm mal her und sieh dir das an. Pippi, was ist denn da? Hast du das Plakat hier gesehen? Nee. Leiden Sie unter Sommersprossen? Warum sagst du dann plötzlich sie zu mir? Das steht doch hier auf dem Plakat. Ach so, naja, wenn einer so höflich fragt, dann soll er auch eine höfliche Antwort kriegen.
Komm, geh mal rein. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag, na, mein Kind? Nein. Nein? Was soll das heißen? Nichts weiter als nein. Ich wollte dir nur sagen, dass ich nicht unter Sommersprossen leide. Unsinn. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Du hast doch das ganze Gesicht voll. Das schon, aber ich leide nicht darunter. Im Gegenteil, sie gefallen mir. Hast du Parfüms, die nach Blumen oder sowas riechen? Natürlich, aber Parfüms kosten viel Geld. Das macht nichts. Oh, dann such dir etwas aus. Nach Blumen riecht das aber nicht. Hier hört die Spur plötzlich auf. Ja, tatsächlich. Spurlos weg. Kannst du dir das erklären? Nein, du vielleicht? Nein, ich auch nicht. Du hör mal, wir sagen keiner Menschenseele was davon. Wir haben nichts gesehen. Ja, genau. Kennst du da vielleicht? Ja, das war ganz schlecht. Da passt mal auf, ich werde euch mal vormachen, wie das geht. So in die Hand nehmen und eins, zwei, drei und hepp. Eins, ich zähle nie, wenn ich zwei, werfe. Drei und das Wichtigste ist, ruhig zielen. Wo seid ihr? Hier, Pippi. Hallo, Pippi. Tag, ihr beiden. Tag. Oh, hast du die Drachen selber gemacht? Mhm. War es gleich drei auf einmal? Ja, für jeden einen. Wollen wir sie gleich mal ausprobieren? Na klar. Toll, hast du die Drachen gemacht. Frag schnell Mama, ob wir mit dürfen. Mama? Geh ein bisschen in den Schatten, kleiner Onkel, aber lauf nicht zu weit weg. Ah, du bist Pippi. Tag. Willst du auch mal? Oh ja, gern. Dann komm her. So, hast du gesehen? Jetzt zeige ich's dir. Das Wichtigste ist, dass man richtig steht. Den linken Fuß vor, den rechten so. Ja, ja, nur noch weiter raus. Dann nimmt man den Pfeil zwischen Zeigefinger und Daumen. So. Ja, so. Dann kommt die kleine Zeremonie. Zielen und werfen. Eins, zwei, drei und eins, zwei, drei und. Pippi, komm, wir dürfen mit. Prima, dann rauf mit dem kleinen Onkel. Hey, Pippi. Ja? Du hast ja noch gar nicht geworfen. Ach ja, richtig. Du wirst ja beim ersten Mal nicht so gut treffen wie ich, aber versuchen kannst du's. Hier, mach es genauso, wie ich es dir gezeigt habe. Richtig? Ja, ja, scheint so. Komm, wir reiten los. Bring eine Drache mit. Wiedersehen. Jetzt bist du ein Vogelaffe oder ein Affenvogel. Ich könnte den ganzen Tag so daliegen und den Drachen zusehen. Ich auch. Aber noch lieber würde ich selbst fliegen. Das geht doch nicht. Menschen können nicht fliegen. Woher weißt du das? Ich glaube das erst, wenn ich es probiert habe. Vielleicht fliege ich genauso gut wie ein Adler. Hey, was hast du vor? Ich will fliegen. Nicht, Pippi, lass doch den Unsinn. Hör mit dem Quatsch auf, bei dir weiß man nie, was passiert. Flieg, mein kleiner Adler-Drachenvogel, flieg! Weit die Flügel ausgebreitet, flieg! Pippi! Hallo! Fliegen ist nicht so leicht, wie ich dachte. Aber ich muss öfter üben, dann klappt das schon. Und jetzt kommen wir zum Bach. Sieh mal, was meins von Tempo drauf hat. Jetzt kommt mein Schnellboot. Das überholt dein Lahmfrachter. Pass mal auf. Ach, das war ja gar kein Schnellboot. Das war ein Tanker. Dein Schiff strandet, Tommy, SOS! Du, da, da, da. Du, da, da, da. Du, da, da, da. Du, da, da, da. Hey, habt ihr nicht was?
was zu essen für uns? Seid ihr denn so hungrig? Und ob? Wir fallen um vor Hunger. Moment! Du, das ist doch die Kleine, die mit dem vielen Gold, hä? Ja. Sag mal, du bist doch Pippi Langstrumpf, nicht wahr? Oder nicht? Ihr solltet euch eigentlich noch gut an mich erinnern. Ja, wir haben dich gleich wiedererkannt. Ja, sofort. Das Proviantschiff geht in See. Was hat es denn geladen? Wurst mit Sommersprossen. Oh, mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Ja, auch. Schnell, sonst treibt's vorbei. Pass auf, dass ich nicht reinfall. Ja. Mit mir auch eins. Wieder eins. Achtung, jetzt kommt der nächste Frachter. Was ist es denn diesmal? Fliegende Untertassen gebacken. Eigene Erfindung. Dann schmecken sie uns bestimmt. Mensch, Blum, das sind ja Pfannkuchen. Jetzt kommt wieder ein Frachter. Mit was? Jetzt bin ich dran. Mit welcher Ladung? Mit Peng. Peng? Was ist das denn? Ein Hühnerei von einem Hahn. Wenn ein Hahn ein Ei fallen lässt, dann hört sich das an wie Peng. Was für mich? Wieso? Danke. Du bist ein Schatz. Ein Goldstück. Das ist zum verrückt werden. Ah, da seid ihr ja endlich. Ihr wart aber ziemlich lange weg. Ja, und wir haben eine ganze Menge erlebt. Das müsst ihr mir erzählen. Übst du immer noch seit heute früh? Ja, seit heute. Heute früh. Hast du was dagegen? Oh. Pippi, hm? Die Treffer heute früh, das war doch sicher nur ein Zufall, oder? Vielleicht. Wirf noch mal, dann werden wir es ja sehen. Wenn du willst. Hier, bitte. Hier hast du. Ich hab das einfach so gemacht. Was? Gibst du mir auch so eins? Weil sie es sind. Mir auch eins. Oder zwei. Da, sag mal, wo habt ihr denn das ganze süße Zeug her? Das ist von Pippi. Die hat nämlich morgen Geburtstag. Aha. Hallo. Habt ihr vielleicht meinen Vater hier vorbeikommen sehen? Vielleicht. Hat er blaue Augen? Ja. Wie sieht er denn aus? Genauso wie andere? Ich meine, hat er zwei Arme und zwei Beine? Hat er schwarze Schuhe an und eine Krawatte? Ja, genau. Nein, dann haben wir ihn nicht gesehen. Hey, du, warte mal. Hat er so große Ohren, die bis auf die Schultern runterhängen? Nein, so große Ohren gibt es doch gar nicht. Doch, in China. Da habe ich mal einen gesehen, der hatte Ohrläppchen so groß wie Schirme. Wenn es regnete, schlupfte er drunter. Manchmal kamen auch ein paar Freunde dazu. Dann saßen sie gemütlich zusammen und sangen. Warum siehst du mich so komisch an? Soll das heißen, dass ich schwindle? Oder warst du auch schon mal in China? Nein, aber ich kann mir vorstellen, dass es Männer mit solchen Ohren gibt. Vielleicht triffst du mal einen. Wenn man ganz fest an etwas glaubt, dann geht es auch in Erfüllung, auch wenn es nur mal mit Regenschirmohren ist. Bäh. Schönen Gruß an deinen Vater. Musst du denn immer zu irgendwas fressen? Beherrsch dich, die Geburtstagsfeier hat noch nicht angefangen. Wenn man was isst, ehe man was isst, kann man nichts essen, wenn man was isst. Nicht wahr, Herr Nilsson? Thank you.
Nilsson, bleib von dem Zucker. Du kriegst nachher so viel du willst. Geschenk, das ich je bekommen habe. Und Bonbons sind auch drin. Aber ich habe auch ein paar hübsche Geschenke für euch. Aber Pippi, du hast doch Geburtstag, da brauchst du uns doch nichts zu schenken. Da hat er recht. Wenn einer Geburtstag hat, dann kriegt er von anderen was geschenkt. Du drehst wieder alles um. Das tut man doch nicht, Pippi. Das ist mir egal, Annika. Du weißt doch, ich tue immer das, was mir einfällt. Pippi, vielen, vielen Dank. Ich danke dir auch. Seid ihr satt? Ja, mir ist schon ganz schlecht. Dann kann ich ja abräumen. Helft ihr mir? Na klar. Wenn ich satt bin, räume ich immer gleich den Tisch ab. Macht ihr das nicht, wenn ihr ein Fest feiert? Natürlich. Was denkst du denn? Klar räumen wir ab. Aber nicht so, wie du das machst. Was machen wir jetzt, Pippi? Für heute habe ich mir etwas ganz Besonderes ausgedacht. Wir steigen auf den Dachboden und kramen in den alten Sachen. Ja, das ist fein. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie herrlich das ist. Es wimmelt da nur so von Geistern und Gespenstern. Was machen die denn da oben? Meistens spielen sie mit ihren Köpfen Kegeln. Ih, wie schrecklich. Wieso? Was ist denn daran schrecklich? Ich finde die Kegeln ganz schön. Kommt, lass uns raufgehen. Geht nur allein, ich bleib hier. Aber Annika, stell dir mal vor, so ein Gespenst kommt runter und du sitzt ganz allein hier. Hör auf, Tommy, sag sowas nicht. Was ist? Gehst du nun mit auf den Dachboden oder nicht? Naja, ich glaube, es ist doch besser, wenn ich bei euch bleibe. Dann komm. Unsere Mutter hat gesagt, es gibt keine Gespenster. Klar, weil sie alle hier bei mir hocken. Jetzt kriegt ihr Besuch. Benehmt euch ja anständig. Dass sie nicht da sind. Um diese Zeit haben sie Versammlung in ihrem Gespensterverein. Umso besser. Da ist er! Die alte Schlafmütze kommt bestimmt zu spät zur Versammlung. Es gibt wirklich keine Gespenster, Annika. Was da eben weggeflogen ist, war eine ganz gewöhnliche Eule, weiter nichts. Eine gewöhnliche Eule? Ja, und wenn einer sagt, er hat Gespenster gesehen, dann drehe ich ihm die Nase um. Aber du hast doch gesagt, dass es Gespenster gibt. Habe ich das gesagt? Dann bin ich dran. Hallo?
Ich hab doch gesagt, dass es keine Geister gibt. Hier, seht mal, was ich gefunden habe. Eine Kanone und ein altes Nachthemd von meinem Vater. Nachthemd und Pistole? Das passt doch gar nicht zusammen. Doch, Annika, Nachthemden sind friedlich und Pistolen, die sind sehr gefährlich. Das gleicht sich aus. Hier sind noch mehr Schießeisen. Wollt ihr ein paar davon haben? Oh ja! Aber meine Mutter will nicht, dass wir mit sowas spielen. Ist das Ding vielleicht sogar geladen? Ach wo, ich bin doch nicht verrückt. Spiele nie mit einem Schießgewehr, hat meine Oma gesagt, denn es könnte geladen sein. Die hat ein Schießeisen. Jetzt hat ein Geist keine Zehen mehr. Das war der lustigste Geburtstag, den ich je erlebt habe. Wirklich? Hör mal, morgen fahren unsere Eltern für 3 Tage nach Stockholm. Ja, und stell dir vor, die Brüsselise soll so lange auf uns aufpassen. Ausgerechnet die alte Meckertante. Aber mit der werden wir schon fertig. Dann kannst du Gift drauf nehmen. Klar, das ist doch ganz einfach. Aber jetzt müssen wir gehen. Ja, Annika. Gute Nacht, Pippi. Und vielen Dank. Gute Nacht, ihr beiden. Vielen Dank für alles. Nicht zu danken. Bis morgen. Tschüss. Schlaf gut. Ja, ihr auch. Danke. Tschüss. Morgen gehe ich ganz früh zum Angeln. Kommt ihr auch an den See? Klar, wir stellen den Wecker auf 5 Uhr. Die Brüsselise fragen wir gar nicht erst. Tschüss. Tschüss. Blum, ich glaube, wir lassen es doch lieber bleiben. Ich hab die Hosen voll. Psst, du bist ein verrückter Idiot. Psst. Aufstehen! Wir haben uns verschlafen. Wieso? Was ist denn los? Pippi wartet doch auf uns. Ach ja, richtig. Unten am See. Ja, komm. Wir klettern zum Fenster raus und rutschen an der Dachrinne runter, damit die Brüsselise nicht wach wird. Hallo. Morgen, Pippi. Hey, da seid ihr ja. Hat die Brüsselise euch weggelassen? Ach, hör auf. Ich möchte wissen, warum unsere Mutter ausgerechnet die ins Haus geholt hat. Die 3 Tage gehen vorbei. Da liegt ja ein Kahn auf dem Grund, Pippi. Den habe ich schon gesehen. Mit dem ist nicht mehr viel los. Wer weiß, vielleicht ist er noch ganz gut. Das glaube ich nicht. Aber wir können ihn uns ja mal ansehen. Ist das nicht so schwer für dich, Pippi? Ach wo, wer ein Pferd stemmen kann, wird ja wohl noch mit so einer Nussschale fertig werden. Das Ding zu reparieren ist schwerer. Dabei müsst ihr mir helfen. Klar, machen wir. Nachher wird der Kahn geteert. Aber dazu bringen wir ihn in den Garten. Und dann? Dann kommt er ins Wasser, säuft ab und wir retten uns auf eine einsame Insel. Hast du sowas schon mal erlebt, Pippi? Ja, genau wie Robinson Crusoe. Da kommt die Brüsselise mit warmen Unterhemden. Komm, wir verstecken uns. Das wollte ich nicht, wirklich nicht. Warte, ich putze das ab. Nein, lass das. Komm mir nicht zu nah. Wenn du Tommy und Annika siehst, sag ihnen, die Unterhemden müssen angezogen werden. Ich werde es ausrichten. Befehl von der Brüsselise. Die Unterhemden müssen angezogen werden. Ob es warm oder kalt ist, das ist egal. Ja.
Nicht, hör auf! Ich hab Angst! Wir sind in einen Orkan geraten! Nicht, Pippi! Hör doch auf, bitte! Schiff mit unter! Das ist doch nur Spaß, Pippi, oder ist das dein Ernst? Ja, das ist mein Ernst, Ernst! Wir sind in Seenot! Alle Mann in die Boote! Kennt ihr das? Eine Indianerfeder. Ui. Wo steckt ihr? Rot heute! Ich glaube, da knurrt ein Menschenfresser der Magen. Quatsch, hier gibt's doch gar keine Menschenfresser. Aber dafür wilde Tiere. Alle Arten, die ihr euch vorstellen könnt. Und vor allem eine Menge Tiger. Und riesige Riesenschlangen. Und Löwen. Und Panther. Passt mal auf, wie schnell die sich verdrücken. Da läuft es einem ja eiskalt über den Buckel. Mhm. Dir fällt doch sicher auch was Lustigeres ein. Ihr könnt euch ja auch mal was ausdenken. Warum soll ich das denn immer besorgen? Zum Frühstück fress ich ein Nashorn auf. Ho, ja, ho. Und eine Flasche voll Rum. Und wenn ich dann noch immer Durst hab, gieß ich noch eine obendrauf. Komm, Annika, hilf mir die Betten machen. Da. Gute Nacht, kleiner Onkel. Ich habe Angst. Es ist so dunkel hier im Zelt. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Ich bin doch bei dir. Darf ich dann wenigstens in deinem Arm schlafen? Hörst du das? Was meinst du? Was soll ich hören? Die Brandung. Ich wünschte, wir wären auf Takatuka. Du, unser Boot ist verschwunden. Jetzt müssen wir warten, bis uns einer holt. Tommy schreibt gerade eine Botschaft, damit wir gerettet werden. Ich weiß nicht, was ich schreiben soll. Mir fällt nichts ein. Wir müssen nach Hause, bevor unsere Eltern zurückkommen. Gib her, ich spül sie aus. Schreib, was ich dir sage. 2 Tage ohne Schnupftabak, wir verschmachten auf dieser Insel. Sowas kann man doch nicht schreiben. Es ist ja auch gar nicht wahr. Verschmachten ohne Schnupftabak. Hast du vielleicht eine bessere Idee? Nein. Ich weiß nur, dass wir so bald wie möglich nach Hause müssen. Nun fang bloß nicht an zu weinen, Tommy. Das Boot ist nämlich gar nicht verschwunden. Ich hab's nur aufs Land getragen, damit es nicht zu nass wird. Das sieht dir mal wieder ähnlich. Wo hast du es denn versteckt? Drüben im Schilf. Jetzt wird's aber Zeit. Alle mal an Deck! Führst du uns wieder in der Nase rum? Nein, Tommy, ich führe euch nur zu unserem Boot. Hoffentlich sind wir vom Dunkelwerden zu Hause. Sonst reißt die Priscilise sich ein Bein aus. Na und? Lass sie doch. Komm heute Abend noch zu euch.
Brüderchen, ob Schwesterlein, ob die Kinder... Moment, was ist passiert? Wo tut's dir denn weh? Weh? Ich hab gedacht, dir wäre was Schreckliches passiert. Weil du so laut geschrien hast. Ach, du liebe kleine Pippi, du bist wirklich zu drollig. Bitte, Tante Prosselius, darf sie hier bleiben und gleich mit uns zusammen Abendessen? Natürlich darf sie das. Die arme kleine Pippi soll doch endlich einmal sehen, was ein richtiges Zuhause ist. Nicht wahr, mein Schatz? Danke, liebes Tantchen. Oh. Da freut sich die arme kleine Pippi aber sehr. Dürfen Tommy und Annika morgen mit mir Sachen suchen? Sachen suchen? Was ist das denn? Das ist ein herrliches Spiel. Habe ich selbst erfunden. Die meisten Leute gehen an einem vorbei. Aber wenn man sich vornimmt, die Augen offen zu halten, findet man die tollsten Sachen. Was denn? Zeig mal. Ist das nicht toll? Was kann man damit anfangen? Wenn du Kuchen hast, dann kannst du ihn hier reintun. Dann ist dein Kuchen im Eimer. Du kannst den Kuchen aber auch aufessen und gar nicht reintun. Dann ist es immer noch eine schöne Kapuze oder eine Negermaske. Wenn euch das nicht gefällt, dann könnt ihr den Eimer auch in den Baum hängen und als Vogelhaus benutzen. Piep, piep, piep. Darf man eigentlich alles mitnehmen, was man findet? Ja, klar. Ganz egal, was es ist? Alles, was auf dem Boden rumliegt. Die alte Schlafmütze da drüben auch. Er liegt auf dem Boden und wir haben ihn gefunden. Also dürfen wir ihn mitnehmen. Pippi, das ist doch der Herr Bürgermeister. Na und? Bürgermeister oder nicht? Wenn er so rumliegt, gehört er uns. Wir können ihn doch nicht einfach mitnehmen, Pippi. Warum nicht? Wir sperren ihn ein, wie ein Kaninchen. Und dann? Dann füttern wir ihn mit Löwenzahn und Gras. Pass mal auf! Seht ihr, er mag Löwenzahn. Lass ihn hier, Pippi. Hier lassen? Du bist aber komisch, Annika. Jeder richtige Sachensucher würde sich freuen, wenn er endlich mal einen Bürgermeister findet. Aber wie du willst. Ich habe keine Lust mehr, Sachen zu suchen. Wir finden ja doch nichts. Ich habe auch keine Lust mehr, Pippi. Das ist ein langweiliges Spiel. Einen alten Blecheimer hast du gefunden. Das war auch alles. Ich habe eine Negerspule gefunden. Sieht man in dem alten Baumstumpf nach, da ist bestimmt noch mehr. Ich habe euch doch gesagt, wenn man die Augen offen hält, findet man überall was. Tatsächlich, wie kommt denn das da rein? Ist noch was drin? Ja. Na sowas, das ist doch eine wunderbare Halskette. Ich muss gleich nach Hause laufen und sie Mama zeigen. Ja, geht nur. Ich werde noch ein bisschen mit Herrn Nilsson und dem kleinen Onkel spielen. Das habe ich den beiden nämlich versprochen. Und wenn ich mein Wort nicht halte, dann sind sie traurig. Ich werde mir auch überlegen, was wir morgen Nachmittag anfangen können. Lass nur, jetzt denken wir uns auch mal was aus. Hilfe, Gigi! So, jetzt spiele ich mit euch, wie ich es euch versprochen habe. Pass auf, Herr Nilsson, ich tue jetzt so, als ob du eine feine Dame wärst. Ist das eine Überraschung? Guten Tag, teuerste Gräfin. Sie sehen wundervoll aus. Und noch eine Überraschung, die Herzogin. Wirklich reizend von Ihnen, dass Sie noch gekommen sind. Nehmen Sie nur Platz und greifen Sie bitte zu. Als Herzogin werden Sie ja gute Zähne haben, nicht wahr? Was soll denn das, Gräfin? Sie wollen mir wohl sämtliche Haare ausreißen, was? Lassen Sie sich beim Spargelessen nicht stören, Herzogin. Gräfin, darf ich Sie darauf aufmerksam machen, dass der Topf immer heißer wird? Fallen Sie mir ja nicht ins Kaffeewasser. Ach,
Ach, ihr seid beide unmöglich. Vor dem Tore, da steht ein Lindenbaum. Wir bitten um eine milde Gabe. Ja. Oh, besten Dank, mein Herr. Hey, hören Sie uns bald wieder. Wie steht in seine Rinde. La 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 la. Kommt die Polizei. Im Namen des Gesetzes, ihr Halunken, wartet! Ach, wir haben was? Ach, was? Wir warten, bis Pippi sie uns bringt, dann verhaften wir sie. Was machen die wohl auf dem komischen Gestell? So hoch kann ich auf meinem Bett nicht springen. Komm mit, das erzählen wir Pippi. Oh ja. Sieh mal. Pippi hat Besuch bekommen. Die sieht ja aus wie eine Schwester von der Brüsselise. Guten Tag, meine lieben Kinderchen. Guten Tag, können Sie uns sagen, wo Pippi ist? Die kleine Pippi, die ist vor einer Stunde zum Mond geflogen. Oh. Und sie will bis Februar oben bleiben. Das heißt natürlich nur, wenn sie da Wasser findet, um ihre Wäsche zu waschen. Du, ich glaube, bei der ist eine Schraube locker. Vielleicht ist Pippi in der Villa. Wenn ihr mir nicht glaubt, dürft ihr ruhig im Hause nachsehen. Wenn ihr Pippi findet, dann bestellt ihr, sie soll sich ja jede Viertelstunde die Nase putzen. Und das gilt auch für euch. Alle Kinder müssen sich oft die Nase putzen, ob sie läuft oder nicht. Hauptsache, sie wird schön rum. Pippi, wo bist du? Pippi! Tommy, kannst du dir vielleicht denken, wo sie steckt? Keine Ahnung. Aber zum Mond ist sie auf keinen Fall geflogen. Bestimmt nicht. Ich glaube, die Tante hat geschwindelt. Hallo! Sagen Sie uns doch endlich, wo Pippi ist! Hör mal, mein Kleiner, hast du dir heute schon die Füße gewaschen, zweitens die Zähne geputzt und drittens die Ohren gebürstet? Sauberkeit ist das halbe Leben. Das weiß ich, aber wo ist Pippi? Der kleine Onkel ist doch da, also kann sie nicht weg sein. Du hast uns schön auf den Arm genommen, Pippi. Richtige alte Tanten können noch von mir lernen, was? Aber jetzt weg mit dem Firlefanz. Jetzt wasche ich mir mein Gesicht. Wir brauchen diese Tante nicht. Gabe, Laden, Onkel. Pippi, kommst du mit zum Rummelplatz? Zum Rummelplatz? Na klar komm ich mit. Das sind Männer, die hopsen auf dem großen Bett rum. Und eine Schlangentänzerin gibt's da und den stärksten Mann der Welt. Oh, da kann ich nur lachen. Was suchst du denn? Mein Koffer. Mein Köfferchen, mein Köfferchen, mein Köfferchen voll Gold, Gold, Gold. Los, ihr beiden, helft mir suchen. Ohne Geld können wir nichts anfangen. Ja, warte. Ja, wir helfen dir. Hier ist der Koffer. Wo? Bring ihn her. Unser Rummelplatz ist bald so wie das Münchdoktoberfest. Guten Tag. Guten Tag. Du, Klang. Mhm. Am liebsten würde ich auf so einem Ding ein paar Runden drehen. Ich auch. Moment mal, ich habe da eine prächtige Idee. Moment. Guten Tag. Guten Tag. Gehört das Karussell Ihnen? Mir gehört hier viel. Wir müssen nämlich unbedingt die Sicherheitsvorkehrungen überprüfen, damit kein Unglück passiert.
Ist das wirklich notwendig? Ja, unbedingt. Wir dachten, es wäre am besten, wenn wir da drüben beginnen. Da, wo sich die kleinen Dinger drehen. Ja, also, wenn es sein muss, dann überprüfen Sie es. Vielen Dank, Herr Direktor. Komm, Klink. Los, steck du zuerst ein. Ja, ich muss. Setz dich doch richtig hin. Sie haben noch einen Schlag. Halt ihn, Lukas! Mist. Ich sag euch, da stimmt was nicht. Was? Ich bin doch drüber. Schlagen wir andere schaffen das doch. Also. Edu, kann ich das Hämmerchen mal haben? Klar, hier. Na, du kleine Hammer ist ein bisschen leicht. Aber soll die Kleine, was? Pass auf! Oh. Hallo, ihr beiden, warum schwankt ihr denn so? Seid ihr etwa so früh am Tag schon betrunken? Geht lieber schlafen. Du, die haben sogar vergessen, dass sie dich ins Kinderheim stecken wollten. Könnt ihr mal werfen? Sechs Bälle? Mhm. So, bitte. Danke. Hey du, was muss man denn machen, wenn man so einen Hund haben will? Mit einem Ball den ganzen Stapel abräumen. Na, hör mal, das ist doch nicht schwer. Na, versuch's. Ich hab den Hund gewonnen. Toll, Pippi. Hier hast du ihn. Danke. Geben Sie mir drei Bälle. Drei Bälle sofort. Danika. Und danke, danke, Pippi. So, bitte sehr. Meine Damen und Herren, in Kürze beginnen wir mit unserer Vorstellung. Zwei Weltsensationen werden Sie erleben. Hier August, den Starken, den Unbesiegten, der Sie alle zum Kampf herausfordern wird. Danach die zweite Weltsensation, Fräulein Paula mit ihren Giftschlangen. Zur Kasse, bitte. In 10 Minuten fangen wir an. Was willst du machen, Pippi? Mal probieren. Was der kann, mache ich mit einer Hand. Das ist klar. So stark wie du ist ja auch keiner. Du kannst ja sogar dein Pferd stemmen. Ich kann es nicht mal aufheben. Komm, hilf mir mal, Annika. Für mich sind das Grummelus-Pillen am Stiel. Ach, da steckt ihr! Moment, das Ding läuft ja viel zu langsam. Du musst jetzt schlägt's aber 13. Ich hatte euch doch gesagt, jetzt, ihr sollt euch lieber ins Bett legen. Erleben Sie die erste der versprochenen Weltsensationen. August der Starke stellt sich zum Zweikampf. Hier haben Sie ihn, den stärksten Mann der Welt.
Kommen Sie herauf, herauf, meine Herrschaften! Versuchen Sie Ihr Glück und kämpfen Sie gegen den starken August um diesen Geldschein! Pippi, sei bloß vorsichtig! Er ist doch der allerstärkste Mann der Welt! Das macht nichts, denn das allerstärkste Kind auf der Welt bin ich! Gibt es hier keinen, der Lust hat, sich den Preis zu verdienen? Kommen Sie, meine Herren, bitte kommen Sie herauf und gewinnen Sie diese 100 Kronen! Was willst du denn hier? Geh schnell nach Hause! Du sollst verschwinden, hab ich dir gesagt! Na, warte, du! Na los, Muskelmann, oder hast du Angst vor mir? Dann fang ich an! Bravo, Pippi, bravo! Los, August! Wirf sie von der Bühne! Na los, komm! Pack sie doch, August! Wirf sie runter! Vergessen Sie nicht, ihr das Geld zu geben! Na los doch, sie hat es verdient! Ja, genau! Hier, mein kleines Fräulein, das ist deine Belohnung. 100 Kronen. Hier hast du das Geld. Kauf dir Lebertran dafür, damit du ein bisschen kräftiger wirst. Der Atem wird Ihnen stocken, wenn Sie die junge Dame mit ihren Giftschlangen spielen sehen, als wären es Stofftiere. Bewundern Sie, meine Damen und Herren, Fräulein Paula. Schlangen mag ich sehr gern. Ich würde mich gar nicht wundern, wenn da noch eine Schlange im Korb drin ist. Schön. Komm. Oh, was hast du für eine wunderschöne Haut. Deine Sommersprossen sind viel größer als meine. Wir verstehen uns, hm? Bist du des Teufels, Fräulein Paula? Sehen Sie sich das an, das Mädchen hat die Geh wieder in den Körbchen. Nee, helfen Sie doch! Fräulein Paula! Was ist denn? Hast du etwa Angst? Ich tue dem Abendtier bestimmt nichts. Nein, aber sieh dir! Du wüsstest, wie gefährlich sie ist. Sie kann dich doch glatt umbringen. Lass die Finger davon! Lass die Finger davon! Sieh mal, steht da nicht Blumen. Ja, du hast recht. Jetzt haben wir ihn. Donner Carlson kann dann auch nicht weit sein, das wirst du sehen. Endlich haben wir dich. Und jetzt wirst du uns erzählen, wo Donner Carlson steckt. Oh, entschuldigen Sie, ein Irrtum. Das ist mir sehr peinlich. Aber Sie sind selbst schuld. Man soll niemals sein Gesicht verbergen. Warum lachen die so? Lassen Sie mich mal durchgucken. Es hat über Nacht geschneit, denn jetzt so herrlich. Da muss ich raus. Aber bleib du in der warmen Stube. Hurra, der erste Schnee! Oh.
auch was Warmes zum Anziehen. Für dich finde ich sicher auch was. Kling, Glöckchen, Klingelingeling, Kling, Glöckchen, Kling. La, 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 la. Ihr braucht keine Angst vor mir zu haben. Ich tue euch bestimmt nichts. Als Blutimikation und all den Quatsch. Wieso? Uns macht's Freude, jeden Tag in die Schule zu gehen. Unsere Lehrerin ist nämlich sehr nett. Und die paar Stunden gehen schnell vorbei. Man merkt kaum was davon. Und alle Nase lang gibt's Ferien. Oster- und Pfingstferien, Sommerferien und jetzt Weihnachtsferien. Am allerschönsten sind die Weihnachtsferien. So eine Ungerechtigkeit. Warum ist das ungerecht? Weil ihr Ferien kriegt und ich nicht. Wenn du nicht in die Schule gehst, kriegst du auch keine Ferien. Ich will auch Weihnachtsferien haben und deshalb gehe ich von jetzt an auch zur Schule. Prima, dann komm doch gleich mit. Nein, nein, so eilig ist es nun auch wieder nicht. Ich muss erst die ganze Villa Kunterbunt auf den Kopf stellen und aufräumen. Dann komme ich. Und so werde ich nie fertig. Du benimmst dich wie ein richtiger Affe. Stell dir vor, wenn ich dich einsperre, so, und dich nicht mit zur Schule nehme. Dann kannst du so lange Wellensittich spielen. Also überleg's dir, sei artig und hilf mir lieber. In der Fremde zögerte er. In der Fremde zögerte er, heißt das. In der Fremde. So, da bin ich. Komme ich zu spät zu den Blutimmigrationen? Ah, du willst bei uns mitmachen. Ich freue mich über diesen Entschluss. Es wird ja auch Zeit, dass du was lernst. Hauptsache, ich bekomme Weihnachtsferien. Deshalb bin ich nämlich hier. So, dann sag mir mal deinen Namen. Ich heiße Pipilotta, Victualia, Schokominzer, Ephraims Tochter Langstrumpf. Die Tochter des Seeräuberkapitäns, der jetzt Negerkönig ist. Alle, die mich kennen, nennen mich nur Pippi. Gut, dann werden wir dich jetzt auch Pippi nennen. Und das ist Herr Nilsson. Sag dem Fräulein guten Tag. Weißt du, Pippi, ich finde es besser, wenn du Herrn Nilsson nicht mit in die Schule bringst. Was sagst du? Soll der arme Kerl etwa keine Blutimmigration lernen? Ich unterrichte nur Kinder. Und jetzt möchte ich gerne wissen, was du kannst. Setzt du dich mal da drüben hin? Ja. So, Pippi. Und nun sag mir mal, wie viel 5 und 7 ist. Weißt du das denn nicht? Doch, ich schon. 5 und 7 ist 12. Ganz einfach. Wenn du das selbst so genau weißt, warum fragst du dann noch? Weil ich wissen will, was du kannst. Ich frage jetzt deine Mitschüler, damit du verstehst, was ich meine. Tommy, wenn dein Freund Axel 7 Äpfel besitzt und Lisa hat 9, wie viele Äpfel haben sie dann zusammen? Das ist doch egal. Aber wenn die beiden die 16 Äpfel aufessen, dann wird ihnen schlecht. Annika, jetzt bekommst du eine Aufgabe. Gustav hat in seiner Tasche 10 Geldstücke. Wenn er vom Ausflug zurückkommt, hat er nur noch 2. Wie viel hat er ausgegeben? Das möchte ich wissen. Warum willst du das wissen? Das war doch sein Geld. Frag lieber mal, ob er sich die Ohren und Füße gewaschen hat, als er von zu Hause wegging. Das ist doch nur ein Beispiel, kleine Pippi, als Aufgabe. Was? Daran soll ich mir ein Beispiel nehmen, wenn jemand so neugierig ist und unbedingt wissen will, wie viel Geld irgendein Junge ausgibt? Was ist das für ein Buchstabe? Es sieht aus wie ein gerader Strich, wo eine Fliege oben was drüber gemacht hat. Kennst du diesen Buchstaben? Der sieht genau aus wie eine Schlange, bloß ein bisschen dünner. Wie ein großer Regenwurm.
Also, Kinder, ich bin dafür, dass wir jetzt etwas zeichnen. Jeder das, was er will. Zeichnest du denn nicht auf dem Zeichenblock wie alle? Ja, glaubst du denn, mein Pferd hätte auf so einem kleinen Stück Papier Platz? So geht das nicht weiter, Pippi. Hör zu, Kinder, ich mache jetzt einen letzten Versuch. Steht auf, wir wollen singen. Singen ist immer gut, wenn einem nichts mehr einfällt. Auf Wiedersehen. Ich gehe nach Hause und fange lieber gleich mit den Ferien an. Ja, das wird wohl das Beste sein, Pippi. Aber du kannst jederzeit wiederkommen. Danke. Wenn ich mal Plutimikation brauche, komme ich bestimmt wieder. Fein. Ihr solltet in Argentinien zur Schule gehen. Da wird lange nicht so viel plutimiziert. Komm, Herr Newton, wir reiten nach Hause. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Pippi. Wenn die Schule aus ist, könnt ihr meinen Schneemann bewundern, hm? Ja. Zur Villa Kunterbund rennen und den neuen Goldkoffer klauen. Oh ja, komm. Aber traust du dir das zu? Sie ist doch so stark. Wenn sie nicht zu Hause ist, kann sie uns nicht gefährlich werden. Komm. Schämt euch! Ihr wisst, dass ich jeden Spaß mitmache und jedem helfe, der in der Klemme ist.
Neulich am Bach habt ihr noch Brot und Pfannkuchen von mir bekommen. Aber ich finde es gar nicht nett, dass ihr immer wieder versucht, mir den Goldkoffer wegzunehmen. Wir bitten vielmals um Entschuldigung. Es war nicht so gemeint. Ja, es war ein Irrtum und wir wollen es nie wieder tun. Nein, ganz bestimmt nicht. Hier habt ihr ein paar Goldstücke. Oh, okay. Vielen Dank. Du bist aber lieb, Pippi. Warum läuft das naja, so es ist doch bald Weihnachten. Jetzt tut sie uns doch nichts mehr. Komm, ich hab Hunger. Fröhliche Weihnachten, ihr beiden! Womit kann ich dienen, bitte? Ja. Ah, das ist genau das, was ich gesucht habe. Als Geschenk fürs Kinderheim, ja, wissen ja. Sie? Hier, ich hoffe, das genügt. Danke sehr. Na, meine kleine Pippi, wie wirst du denn Weihnachten verleben, Ich esse von morgens bis abends. Am zweiten Tag habe ich dann meistens Bauchschmerzen, aber das geht rasch vorüber. Pippi, hör mal. Ja? Ich finde es schrecklich, dass du so ganz allein den Weihnachtsabend verbringen sollst. Ich kann es mir nicht vorstellen. Du musst es dir ja auch nicht vorstellen. Doch, ich muss immer daran denken. Komm doch ins Kinderheim. Nein! Dann wird man mit Kling. Ja. Ja! Kling! Klung! Das ist aber lieb. Ah, hier hast du Geld. Danke. Herr Klung, Sie sind noch neu, aber Sie müssen mir beide helfen. Sonst habe ich nämlich keine richtige Weihnachtsfreude. Das macht Spaß, was? Los, wir fangen Sie. Jawohl. Ja. Tun Sie, was Sie können. Sie bekommen Ihre Weihnachtsfreude, Freund Bruselius. Danke im Voraus. Wer ist sie? Bibi Langstrumpf, wir wollen mit dir reden. Warum bleibst du weg, Bibi? Bibi, bleib doch stehen. Nein, du warte doch. Pippi, du sollst stehen. Pippi. Wo ist sie denn? Pippi? Haben Sie Pippi gesehen? Sie ist weg. Pippi Langstrumpf! Sag das bitte der Schwiegermutter, dann ist sie beruhigt. Hoffentlich. Du weißt, für meine Frau wäre es eine Trauer. Wo mag sie nur stecken? Sie kann sie doch nicht in Luft aufgelöst haben. Das kann ich verstehen. Was machen wir jetzt? Weitergehen. Sie wird schon wieder auftauchen. Was für herrliche Plätzchen und so viele! Hast du die alle in der kurzen Zeit gebacken? Aber jetzt kommt das Tollste. Das ist die Hoppetosse. Das Schiff von meinem Vater. Wunderbar. So schönes Weihnachtsgebäck habe ich noch nie gesehen. Ich auch nicht. Sieh mal, sogar ihre kleine Maus hat sie gebacken. Und da ist sogar ein Schuh von Pippi. Mit Schnürsenkel. Viel schöner als deine richtigen Schuhe, Pippi. Der kleine Onkel ist auch da, siehst du? Aber aus dem Schimmel ist sie auf einmal ein Fuchs geworden. Den mache ich mit Zucker wieder weiß. Und wer ist das? Herr Nilsson. Probier mal, wie du schmeckst, Herr Nilsson. Der mag sich nicht. Du, wir wollen zum Schlittschuhlaufen. Kommst du mit? Oh, fein. Ja, kleiner Onkel, du darfst auch mal probieren. Hör mal, Pippi, kannst du Schlittschuh laufen? Keine Ahnung. Ich hab's nämlich bisher noch nie probiert. Hast du denn Schlittschuhe? Noch nicht, aber gleich. Thank you.
trauriges Gesicht, Herr Nilsson, weil Tommy und Annika mich eingeladen haben, bei Ihnen heute Weihnachten zu feiern. Ich bleib doch hier bei euch. Wer will, kann hierher kommen. Ich hänge für alle Kinder Geschenke in den Limonadenbaum. Komm, kleiner Onkel, mach mir die Tür auf. Danke. Zur Belohnung darfst du den Rest Haferbrei aufessen. Du weißt ja, wo er steht. Was haben wir denn da? Diesen Topflappen habe ich für dich gehäkelt, damit du dir beim Kochen nicht immer die Finger verbrennst. Oh, das Mausebäumchen auf dem Tisch? Das geht natürlich nicht. Komm und sieh es dir an. Ich bin gespannt, ob es dir gefällt. Schön, was? Ja, darfst du ruhig mal dran knabbern. Das schmeckt dir, kleiner Onkel, was? Für dich hatte ich aber doch noch was. Freust du dich, Mama? Ja, ich freue mich ganz schrecklich. Das ist für dich. Oh, ich danke dir, Tommy. Das sollst du dir um den Hals binden, damit es dir nicht mehr kalt, hart? Kalt wird. Ja, ich verstehe es schon. Danke, mein Kind. Und selbst gehäkelt. Oh, Tannenbaum, oh, Tannenbaum, du stehst bei meinem Mäuschen, bei Nilsson und dem Onkelchen in meinem bunten Häuschen. Jetzt wirst du staunen. Ich glaube, der ist mir etwas zu lang geraten. Den könnte man ja einer Giraffe 10-mal um den Hals wickeln. Na, umso wärmer ist er. Du blühst nicht nur zur Sommerzeit, denn auch im Winter, wenn es schneit. Jetzt kommt deine Weihnachtsbescherung, Herr Nilsson. Bananenbaum, Bananenbaum, du blühst für den Herrn Nilsson. Und jetzt ist unser Kleines an der Reihe. Komm, mein Mäuschen, das gehört dir. Iss so viel du willst. Weihnachten verderben sich alle den Magen. Das ist der beste Weihnachtskäse, den du jemals genascht hast. Die Mäusemama wacht in der tiefen Nacht. Sie sagt dem Mäusekinderlein, lauf niemals in eine Falle rein. Heisa, hopsa, balalala. Am Weihnachtstag sollen alle Kinder fröhlich sein. Alle Kinder jetzt fröhlich sind? Alle? Ich weiß nicht. Wissen, was Pippi jetzt macht. Sie wird sicher traurig sein. Aber ich glaube, die kann gar nicht richtig traurig sein. Die arme Pippi. Jetzt sitzt sie am Heiligen Abend ganz allein in der Villa Kunterbunt und ist sicher sehr traurig. Aber ich glaube, die kann gar nicht richtig traurig sein. Sehr traurig, Herr Nilsson. Und weißt du auch, weshalb? Weil die vielen Geschenke draußen im Baum hängen. Und niemand kommt, der sie abholt. Thank you.
Fröhliche Weihnachten, Tommy und Annika. Frohe Weihnacht, Pippi. Frohe Weihnacht, Papa, auf deiner sonnigen Südseeinsel. Frohe Weihnacht, Mama. Was hast du da gesagt? Ob ich heute Abend einsam bin? Nö, gar nicht. Was glaubst du, was Pippi sagt, wenn wir kommen? Die wird sich schrecklich freuen, das steht fest. Darauf wird sie bestimmt nicht gefasst. Stimmt, das soll ja auch eine Überraschung sein. Sind keine alle Kinder da? Nee, noch lange nicht. Ob ich auch viele Weihnachtsgeschenke bekommen habe? Klar, mindestens 50. Naja, es war ein bisschen geschwindelt. Aber ich will doch nicht, dass sie sich Sorgen um mich macht. Von euch. Ui, eine Trompete, das ist aber ein tolles Geschenk. Vielen, vielen Dank. Hauptsache, du freust dich, Pippi. Ja, wir wollen uns das Richtige gefunden haben. Stimmt. Das freut mich, dass dir gefällt. Kannst du überhaupt darauf spielen, Pippi? Natürlich kann ich. Da drüben habe ich ein paar Geschenke für euch aufgehängt, im Limonadenbaum. Müsst nur rauf.